Ich freue mich natürlich außerordentlich, in Duisburg zu sein, denn ich bin Duisburger, ich habe das jetzt schriftlich. Ja, ich habe einen Bescheid bekommen, dass ich Zweitwohnsitzsteuer in Duisburg bezahlen soll. Ich werde gleich Sören Link mal fragen, was die Stadt mir dafür bietet. Also, ich hoffe, keine Dauerkarte für einen Zoo. Ich sehe, Sie sind alle hier. Von Ihnen war heute gegen 6:30 niemand da. Da wird er ja schon mal... Haben Sie das mitgekriegt? Ich lese, Affe in Duisburg erschossen. Ich denke, endlich hat einer im Rathaus aufgeräumt. Und dann war es doch ein Orang-Utan. Aber den anderen haben sie betäubt. Und der andere wollte über den Zaun. Und da haben die gesagt, das geht ja nicht. Die A3 ist ja direkt daneben. Da wäre eine große Gefahr gewesen. Wieso? Freitags 6:30 ist auf der A3 immer Stau. Da wäre gar nichts gewesen. Die Autofahrer hätten gesagt, endlich mal einen Stauberater, der sich kümmert. Also der ADAC hätte sofort neue Mitglieder geworden. Das ist schon sehr albern, wirklich wahr. Aber ich freue mich außerordentlich, hier zu sein. Duisburg ist die Stadt, die ich liebe, die ich über alles liebe. Und ich habe eine Geschichte erlebt. Da bin ich von Hamburg mit dem Zug nach Duisburg gefahren. Und da passierte das, was immer passiert. Man kriegt einen Mörderkohldampf. Und dann ist in diesem Speisewagen, also die heißen ja gar nicht mehr Speisewagen, die heißen jetzt Bordrestaurant oder Bordbistro. Kennt ihr den Unterschied? Bordrestaurant, da stehen normale Tische, Stühle, kannst du hin und her bewegen. Und Bordbistro, da sind so Sitzhilfen. Das nennt man Sitzhilfe. Die sind fest montiert. Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Wenn du ein bisschen kleiner bist, hast du so einen Drücken im Nacken. Bist du ein bisschen größer, tun dir die Kniekehle weh. Und da bin ich dann mal also hin und habe gesagt, ich hätte gerne eine Gulaschsuppe mit Brot, bitte. Und da kam der Satz, den hören Sie nur in deutschen Speisewagen, also Bordrest, Bistro, Rest, also Sie wissen schon. Da guckt dieser Kellner mich an und sagt, Suppe nur bis Münster. Da stehst du da. Ne? Und dann hatte ich also Hunger und hatte wirklich Cola. Der Zug hatte minimal Verspätung, nur war alles in Ordnung. Und dann gehe ich durch den Bahnhof, also Richtung Hauptausgang, also nicht Richtung Neu, also der Bahnhof, der ist ja in Duisburg so lang, wenn du da durchgehst, dann nimmt ja kein Ende. Und dann ist, wenn sie sich da auskennen, dann ist rechte Hand am Hauptausgang, da ist so ein Imbiss. Ja. Und das ist gar nicht schlecht, kann ich empfehlen. Und dann bin ich dahin und da stand eine Frau da in diesem Imbiss, ich schätze mal so um die 70, also ist überhaupt nicht schlimm, nur um zu zeigen, dass diese, nein, meine Ernst, nur um zu zeigen, dass diese Frau also auch an genug Lebenserfahrung verfügte. Und dann steht die da und machte irgendwas sauber. Ich stehe da, passierte nichts, die macht weiter sauber, irgendwann mache ich so, ja, was ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Sie guckt noch nicht mal hoch und sagt, also ganz freundlich, und... Ich habe dann für mich übersetzt, also Duisburg-Hochdeutsch, das hieß einen schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen denn auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen? Jetzt hatte sie wenig Zeit und sagte, und? Da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Frico mit Brot. Ja, sie guckt immer noch nicht hoch, fummelt da rum, guckt nicht hoch und sagt, bei die Frico Senf mit bei. Ich sage ja, sie friemelt da weiter rum, guckt dann hoch und sagt, für zum Einpacken oder für hier? Nee, das sage ich, mitnehmen bitte. Ja. Sie packt dann ein, guckt mich wieder an und sagt 2,20. Ich gebe ihr das Geld passend und sie sagt 2,10,5,5. Stimmt genau, Glück gehabt, Meister. Jetzt bin ich dann gerade neben und gehen. Da merkt sie, ich muss noch was sagen. Es ist noch nicht zu Ende. Ich muss irgendetwas Nettes sagen. Und sie sucht im Weltall nach einem Satz. Und sie rennt da rum und irgendwann hat sie das Gefühl, ich habe ihn. Guckt mich an und sagt, erste Mal in Duisburg. Und ich denke, jetzt ist es scheißegal, jetzt spielst du mit. Und ich sage, ja, dann sagt sie, habe ich mir gedacht, deswegen guckst du mich so schlesisch an, du Gesicht. Das ist Duisburg. Das ist Duisburg. Und die meinte dann richtig nett. Wirklich, also. Nein, das ist schon toll, das muss man wirklich sagen. Also, meine Zuckerstadt, wirklich schön. Ne? Und so schön geworden, auch die Innenstadt so schön. Ne? Also gut, nicht die ganze Innenstadt, die Königstraße. Ne? Also nicht die ganze Königstraße. Ne? Aber so zwischen Nordsee und Vielmann, das ist wirklich schön geworden. Ne? Das muss man sagen. Wunderbar, ne? Mit dieser Leiter da. Ne?
Herrlich. Und dann das Dinosaurier-Gerippe direkt vorm Theater. Das sieht ja auch toll aus. Ne? Muss auch erstmal drauf kommen, da Rossi in Stalin zu schmeißen. Ne? Da, woanders kommt dann die Müllabfuhr. Aber gut, ist egal. Ne? Das gibt es nur hier, das finde ich wunderbar. Da weiß ich, ich bin zu Hause. Ne? Und dann erinnert man sich dann auch gerne an andere Sachen, die man mit der Stadt verbindet, ne? Und mit der eigenen Kindheit. Ne? Das sind ja nicht viele Sachen so, aber die Erinnerungen, die machen das ja alle besonders. Ne? Die Erinnerungen. Guck mal, wirklich, wenn wie das früher alles war, hast du Fernsehen geguckt, ne? Kam die Hitparade. Also samstags nach dem Baden. Ja. Kam der Heck und hat da rumgeschrien. Gut, ab und zu, Musik war für uns kostbar. Musik war für uns ganz kostbar. War nicht wie heute. Wir hatten kein Spotify oder iMusic oder eine Flatrate, wo man sich irgendwann da rundet. Also, sowas gab es nicht. Nix. Wir hatten nur drei Bezugsquellen: unsere eigenen Platten, Fernsehen, also neben Hitparade kam auch ab und zu Disco mit den Scheiß-Sketchen von Ilja Richter. Oh. Dafür gehört er heute noch gehängt. Und dann kam ab und zu dann noch die Starparade mit Deutschlands lockerstem Moderator, Rainer Holbe. Meine Damen und Herren, das war die Starparade. In nur 5 Monaten sehen wir uns schon wieder. Dann senden wir aus Hannover. Hansi, mach Musik. Und dann schon schön Straße und so gemacht. Ne? Das war eine Sendung. Scheiße. Und die dritte Bezugsquelle war Radio. Und jeder, der älter ist als 40, weiß, was haben wir uns über diese Radiomoderatoren aufgeregt, die immer in die Platten gequatscht haben, wenn wir die aufnehmen wollten. Diese Vollidioten. Das war gar nicht so einfach mit dem Aufnehmen. Das war wirklich nicht einfach. Da bist du rumgelaufen, hast die Kassetten gesucht. Diese C-120-Kassetten, die immer geleiert haben oder gerissen sind. Da musstest du die mit Tesafilm und Nagelschere nochmal zusammenflicken. Hast die 5 Schrauben da mit Nagelreiniger reingedreht, weil du so kleine Schraubenzieher gar nicht hattest. Da musstest du das Band langsam mit dem Bleistift aufrollen, damit sich das an der geklebten Stelle nicht verheddert. Dann hast du das da irgendwie reingefummelt. Und wenn du aufnehmen wolltest, musstest du 8 Knöpfe drücken und 5 davon festhalten. Da war da so ein Stück Kabel dran und so ein Mikrofon. Und damit hast du vor dem Lautsprecher gesessen und niemand im Wohnzimmer durfte husten oder was sagen. Und auf jedem zweiten Lied ist die Stimme von meinem Vater, der sagt, nimmst du gerade auf? Grauenhaft! Grauenhaft! Der wichtigste Wochentag war der Donnerstag früher. Da kam die neue Bravo raus. Die Bravo, oh, da hast du dann zu Hause gesessen, hast die Heftklammern mit dem Küchenmesser gerade gebogen, damit die Löcher in den Postern nicht so groß waren. Die Poster waren wichtig, da hast du dein ganzes Zimmer mit zutapeziert. Die Poster waren, aber die Poster wollte ich immer haben. Aber hat mich einen Scheiß interessiert. Agneta wollte ich haben. Ne? Für die, die sich nicht erinnern, Agneta, aber die mit den langen blonden Haaren, den geilen Hintern, ne? Das war Agneta. Und dann habe ich die Sachen dahin gepappt. Ne? Das war toll. Und dann hingeklebt, alles. Das war wichtig. Ne? Und dann hast du noch mal langsam den Plattenspieler angemacht und abends vorm Einschlafen hast du dann noch Fernando gehört. Und dann auf das Foto von Agneta geguckt, die Bettwäsche sah aus. Furchtbar. Furchtbar. Also war wichtig. Musik war kostbar. Wir haben die Platten selber gekauft. Wie erkläre ich das jetzt den Jüngeren? Wir sind also dann in die Stadt gefahren, also selber. In so ein Geschäft, also in einen Music Store. Ne, da stand auch ein richtiger Mensch da. Ne, und dann hast du gesagt, welche Single du haben wolltest. Welche Single war kein Beziehungsstatus. Das war so groß. Ne? Hast 4,95 Mark hingelegt. Und dann hast du die Platte gekauft, wo du dir überlegt hast, ob du dir die wirklich kaufen sollst. Jeder, der über 40 ist, weiß vielleicht nicht mehr den Vornamen seiner Mutter, aber welche Single man als erstes im Leben gekauft hat, das vergisst kein Mensch mehr. Das weiß man. Dann bist du nach Hause gefahren mit der Single, ganz stolz. Auf dem Weg nach Hause hast du überlegt, ob du noch ein Mittelstück hast. Wer jetzt lacht, ist über 50. Nein. Das war sonst immer so ein Gefummel mit dem Mittelstück. Nee, eiert noch. Du hast vor dem Plattenspieler gesessen, musste sich entscheiden zwischen 33 und 45. Das waren keine schlimmen Jahre, das hatte man mit der Geschwindigkeit zu tun. Die Deutsche.
deutsche Schlagernacht, das ist das Allerletzte. Da, wenn du das aushältst, dann macht dir nichts mehr aus. Das war so furchtbar, da spielen die eine Musik, das ist so niveaulos. Und die besoffenen Deutschen grölen mit und haben Spaß. Gut, die Musik kennt ihr jetzt nicht, das ist wirklich unterste Schublade. Nur damit ihr mal so einen Eindruck kriegt, welche Musik da läuft. Sowas zum Beispiel, das läuft da. Da sind wir dabei. Ihr kommt doch gar nicht aus Köln! Doch, wer? Ihr kommt aus Köln? Das tut mir aber leid. Viva Colonia! In der, neben mir stand ein Sachse, der hat mitgesungen. Das sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia! Grauenhaft, aber wer so eine Musik kennt, Ruhe, hör zu, wenn ich mit dir spreche. Wer so eine Musik kennt, der kennt solche Lieder auch. Hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Da kommen die Untoten aus den Gräbern. Ja, da stehen die Wolfgang Petrifeld, die liegen sonst hackevoll unter der Theke. Da klatschen die mit, da kennen die nichts. Ich bin davon überzeugt, wenn Wolfgang Petri mal beerdigt wird, dann stehen 200.000 Menschen am offenen Grab und schreien: Hölle, Hölle, Hölle. Aber ich stehe auf der anderen Seite vom Grab. Aber ich stehe auf der anderen Seite vom Grab und ich schreie: Müll, Müll, Sondermüll. Ist doch wahr. Und die jungen Leute sollen mal nicht so tun, als kennt ihr die Lieder nicht. Ihr habt auch so Lieder, wo ihr sofort mitgrölt. Hab ich da auch gelernt. Hier, sowas zum Beispiel. Ja, ein Foto. Am besten ein Selfie. Können wir mal ein Selfie machen? Da könnte ich reinschlagen. Doch. Können wir ein Selfie machen? Dann halten sie das immer noch hoch, als wäre das Bild dann besser. Mit dem Telefon stehen die vor dir. Können wir ein Selfie machen? Stell dir mal vor, ich hätte vor 35 Jahren zu meinem Vater gemacht und gesagt, sollen wir mal ein Foto machen? Und ich hätte einen Telefonhörer hochgehalten. Hätte ich ein paar in die Schnauze gekriegt. Außerdem hätten wir dann viele Fotos vom Flur gehabt. Ja, da guckt ihr, da war so ein Kabel dran. Telefon stand im Flur, Feierabend. Und dann machen die weiter bei der Schlagernacht und dann dürfen endgültig, da sind jeder Deutsche mit, ob besoffen oder nüchtern. Das ist eigentlich die deutsche Nationalhymne. Da sind auch alle drei Strophen erlaubt. Ihr dürft jetzt mitsingen, nur bis da, wo die, nee, ist nicht das, was ihr meint. Da, wo die Leute noch sitzen, ihr dürft jetzt als erstes mitsingen. So, mach mal hier, die deutsche Hymne, mach. Nur die sitzen, ja, nur die sitzen. Jetzt! Weiter, weiter. Jetzt nur die da stehen, die da hinten stehen. Ihr Ding. Ach, weiter, nur die Theke. Die sind gut, die sind gut. Die sind gut. Kennen Sie Ikea, dieses blau-gelbe Irrenhaus? Ich bin davon überzeugt, du hast nur noch Zutritt bei Ikea, wenn du zwei Kinder mitbringst. Eins davon muss schreien und eins muss Zuckerwatte mit bloßen Händen fressen. Und dann natürlich alle anderen Leute anpacken. Ikea, das ist der letzte Drecksladen, wirklich wahr, du. Da andauernd wirst du da an irgendwelchen... Ja, es ist wirklich... furchtbar ist das. Andauernd wirst du da an 1000 Sesseln vorbeigeführt. Oder wenn die Frauen gute Laune haben, sagst du, die Möbel brauchen wir nicht gucken, nur eben in die Markthalle. Nur eben in die Markthalle. Eben nach Ikea mit einer Frau. Das sind Sachen, die passen nicht zusammen. Das geht einfach nicht. Das ist so wie toleranter FDP-Wähler. Oder holländischer Fußballweltmeister. Belgischer Kindergärtner, das geht nicht. So wird ho. Wenn er damit Schwierigkeiten hat, wird der zweite Teil hart. Das kann ich euch sagen. Der wird hart. Ach du Scheiße. Ho. Den ersten Ballon mal hochgelassen, schon weggeschossen. Ikea ist wirklich das Allerletzte. Da rennst du da durch diese Bude und auf einmal brechen alle Frauen in hysterisches Gebrüll aus, weil sie die Teelichter entdeckt haben. Lass uns doch mal ein paar Tee... Hier, Volltreffer in Reihe 1. Hier, Volltreffer. Ne?
Du bist auch eine arme Sau, du. Ja. Lass uns doch mal eben ein paar Teelichter kaufen. Ich sag, wir haben noch 400. Was sollen wir denn damit? Ja, ist doch schön, wenn man die... Ja, das ist schön, das stimmt. Ich habe früher gedacht, gut, lass ich die Teelichter mitnehmen, mal so eins unterm Stöfchen, das ist ja ganz nett. Bei uns zu Hause sieht das aus wie am Opferstock vom Kölner Dom. Wenn Sie gegen die Erderwärmung sind, ich bekenne mich schuldig, weil wenn wir die Teelichter angemacht haben, da steigt die Erdtemperatur. Dann heißt es, aber das Regal können wir doch noch mitnehmen. Dann stehen da irgendwelche junge Schnösel zwischen diesen ganzen Dingern, wo man das abholen muss. Die haben alle ein Kreuz wie Ursus aus dem Tal der Kutschenwerfer. Und dann sagen die zu dir, nee, sie müssen noch einen höher, da können sie das runterholen. Du kriegst das gar nicht weggepackt. Dann wirst du nochmal an diesen ganzen Teelichtern und an dem Billigdreck aus China vorbeigeführt. Und ein Phänomen ist, dass die meisten Leute bei Ikea feststellen, dass zwei Sessel, ein Tapeziertisch, drei Clubgarnituren und ein Küchentisch gar nicht in einen Ford Ka passen. Dann kommt dann immer dieser wunderbare Satz, ja, aber das muss doch irgendwie gehen. Nein, es geht nicht. Sehr witzig. Scheiß Publikum, habe ich gleich gewusst, wäre nichts wert hier. Kann ich mal ein Bier haben? Ich reiß mir hier den Arsch auf, krieg nichts zu saufen hier. Ist irgendjemand vom Saal hier? Hör mal, ich habe nur zwei Fernsehköche in meinem ganzen Leben akzeptiert. Der erste, die Älteren werden sich erinnern, der erste, Clemens Wilmenroth, so alt bin ich auch wieder nicht. Ich glaube, danke, mein Hase. Vielen Dank. Sogar echtes. Prost. Clemens Wilmenroth. Nein, der erste, an den ich mich erinnern kann, das war Max Inzinger. Kennen Sie noch Max Inzinger aus der ZDF-Drehscheibe? Der Mann war genial, der war Weltklasse. War der einzige Koch weltweit, der in 2,5 Minuten ein 6-Gänge-Menü kochen konnte. Sein Lieblingssatz war allerdings, das habe ich schon mal für Sie vorbereitet. Das hat er 6-mal gesagt, dann war der fertig. Und am Ende hieß es immer, wenn Sie das Rezept von Max Inzinger haben wollen, müssen Sie einen vorher an sich selbst adressierten, vorfrankierten, gefallenen C6-Umschlag an ZDF schicken. Habe ich nie begriffen, was das sein soll. Ich habe da mal angerufen beim ZDF, habe ich gesagt, hören Sie mal, was ist denn das, wie soll ich das denn machen? Können Sie mir eine Gebrauchsanweisung zukommen lassen? Haben die gesagt, ja, dann müssen Sie nur vorher an sich selbst adressierten, vorfrankierten, gefallenen C6. Da war mir dann auch scheißegal. Und der andere Koch, den ich immer akzeptiert habe, das war Alfred Biolek. Oder? Der Biolek, der war doch spitze. Scheißegal, was der gekocht hat. Hauptsache, der Riesling war im Kühlschrank. Und gib ihm. Jawohl. Wunderbar. Aber der Biolek, der stand da hackevoll am Wok. So. Der hat da rumgerührt. So. Das war dem scheißegal. Sicher. Und der Biolek, das war erfolgreich. Der hat Bücher verkauft noch und nöcher. Der wird der Sarrazin blass. Achtung, jetzt politischer Scherz, obwohl sie beide mitunter eine braune Suppe anrichten. Ja, das war der Anspruch für die Hochintellektuellen aus Pinneberg. So, der Kerner, der hat ja seine Brutschelbude zugemacht. Dafür gibt es jetzt Lanz kocht. Kennen Sie Lanz kocht? Das ist das Allerschlimmste, weil es gibt, haben Sie schon mal gesehen, Lanz kocht, da werde ich richtig aggressiv, wenn ich das sehe. Lanz kocht, hör mal, da sind 5 Köche, alle kochen, alle sabbeln durcheinander. Ein heilloses Durcheinander, ein einziges Chaos, alle kochen, bis auf einen. Lanz! Ich sag, die Sendung muss heißen, Lanz kocht nicht! Und dann bin ich dann also auch da durch die Fußgängerzone gelaufen und da habe ich ein Buch gefunden, weil ich gehe gerne in Buchhandlungen. Desto größer, umso besser, also Meiersche, Thalia, Hugendubel, völlig wurscht, weil da ist meistens jetzt immer noch so ein kleines Café mit bei. Und ich würde Ihnen jetzt gerne ein Buch zeigen, was ich mir da gekauft habe, unter der Abmachung, dass Sie nicht fragen, warum ich das gekauft habe. Und das ist also dieses Buch hier, da möchte ich Ihnen zeigen, ich lasse es auch gleich hier liegen, damit sich die hinten sitzen, das vielleicht mal angucken können. Dieses Buch heißt, ich hoffe, man kann das weithin sehen, Wohin will Willi? Ist erschienen im Lappan Verlag, ich habe da nichts von, kostet 8,95 Euro, ist von Nicholas Allen, ist ein Brite, die große Geschichte einer kleinen Samenzelle. Und dieses Buch soll Kindern bei der Aufklärung behilflich sein, also da soll man das lernen. Wohin will Willi? Das hier ist Willi und dann ist auch das, was Sie glauben, was es sein soll. Hier hinten steht drauf, die Bücher von Nicholas Allen begeistern die Leser von 5 bis 85. Also wenn du mit 85 noch so ein Buch liest, dann hast du aber ein scheiß Leben gehabt. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Gut, also die große Geschichte einer kleinen Samenzelle. Dieses Buch ist reichhaltig illustriert. Willi, Freund von Willi.
Ich weiß, ihr oben denkt, ihr seht nichts, da ist nichts. Ne? Damit er klar ist. Und dann blättert man um und dann steht hier, also Willi ist eine kleine Samenzelle. Das steht auch schon hier vorne. Und dieses Buch hat mein Leben so verändert und ich werde Ihnen jetzt beweisen, warum. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Weil Willi ist, wie gesagt, eine kleine Samenzelle und Willi wohnt bei Herrn Braun. Ich dachte erst, das ist Afrika. Also ist mir eingefallen, so groß ist Madagaskar gar nicht. Also Willi wohnt bei Herrn Braun und hat natürlich, wie wir alle wissen, wie jede Samenzelle Schulunterricht. Und zwar im Rechnen und im Schwimmen. Und der Lehrer von Willi erklärt Willi, dass bald der Tag des großen Wettrennens angekommen ist. Großes Wettrennen. Und der erste Preis ist das Ei von Frau Braun. Und Willi erfährt, dass er nicht alleine, sondern mit 300 Millionen anderen antritt. Sind das mehr als 10, fragt Willi. Am Tag des großen Wettrennens, wir kennen das alle, kriegt jede Samenzelle eine Taucherbrille und eine 9-stellige Starternummer. Wenn Herr und Frau Braun, also nicht Eva, wenn Herr und Frau Braun jetzt im Bett liegen, dann sagt der Lehrer, jetzt aber los, Willi. Seitdem ich dieses Buch in den Knochen gehabt habe, jedes Mal, wenn meine Freundin und ich anders, immer kurz bevor ich, also beim Finale sozusagen, mein Gott, Sie verstehen doch, was ich meine. Also immer kurz davor, dann denke ich immer, jetzt setzen die sich alle die Taucherbrille auf und dann kann ich nicht mehr, dann bin ich fertig. Wenn du heute Fernsehen anmachst, du wirst ja wahnsinnig. Früher gab es ja wenigstens noch halbwegs gescheite Sachen. Heute laufen nachmittags ununterbrochen diese Tiersendungen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Geschichten aus dem Duisburger Zoo und Neues aus Leipziger Tierpark, das ist doch abartig. Die zeigen dir nachmittags um 3:45, warum der Biber Berti an Hämorrhoiden operiert werden muss. Hör mal, ob der Biber Berti Hämorrhoiden hat oder nicht, da geht mir am Arsch vorbei. Das ist doch das Allerletzte. Und dann gibt es da so eine Tiernanny, haben Sie das schon mal gesehen? So eine bekloppte Tiernanny. Da haben Sie den Fall gezeigt von Elke. Also Elke ist nicht der Hund, Elke ist Frauchen. Ja? Und Elke hatte einen Hund, und den hatte sie so in die Schenkel eingeklemmt. Der Hund hatte schon einen knallroten Kopf. Und Elke war der Meinung, dass der Hund die Trennung von Elke und Michael nicht so gut vertragen hat. Nicht so gut. Du brauchtest Elke bloß anzugucken, da wusstest du, wer die Trennung von Michael überhaupt nicht gut verarbeitet hat. Wenn diese Tierpsychologin ein bisschen Herz gehabt hätte, dann hätte sie zu dem Hund gesagt, bind dich selber am Rastplatz fest, hau bloß ab hier, die Alte hat sie nicht mehr alle. Sieh zu, dass du wegkommst. Macht sie aber nicht. Hat sie nicht gemacht. Und dann hatte ich die Schnauze voll, da habe ich umgeschaltet, da lief auf dem anderen die Supernanny. Haben Sie das schon mal gesehen? Die Supernanny, sag mal, was sind denn das da für Kinder? Die gehören doch alle ins Heim. Da steht da so ein 7-jähriger Dotz, so ein Kleiner, steht da und sagt, Papi ist ein Wichser, Papi ist ein Wichser. Jetzt gehst du mal auf die stille Treppe und denkst nach. Ja, was soll er nachdenken, ob der Wichser wirklich Papi ist oder was? Dem hätte ich stille Treppe gegeben. Der hätte stille Treppe gekriegt. Da war ein 7-jähriges blödes Kind dabei. Auch wenn er sich blaue Flecken geholt hätte, den hätte ich irgendwie zurück durch die Babyklappe. Do. Irgendwie hätte der da durchgepasst. Do. Also so ein blödes Blach. Also wirklich. Nein, nicht. Aufhören. Aufhören. Geht alles von meiner Zeit ab. Lassen Sie das. So, jetzt. Und wenn du davon auch wieder zu viel hast und schaltest um, dann läuft die schlimmste Sendung, die es überhaupt im Moment im deutschen Fernsehen gibt. Und das ist der Wetterbericht. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Der Wetterbericht, der dauert mittlerweile 20 Minuten und du erfährst nichts.
Da kommt eine Frau mit langen, blonden Haaren und sagt, herzlich willkommen zur Wettershow im Ersten. Und dann erzählt sie dir erstmal 3 Minuten lang, wie das Wetter die letzten 2 Tage gewesen ist. Das ist ja hochinteressant. Vor allen Dingen, wie das Wetter in Flensburg Handewitt gewesen ist. Das interessiert mich brennend. Da kommt einer und sagt, ja, war sehr windig heute in Flensburg, ja und? Damit hat auch noch der letzte Volltrottel kapiert, wird dann immer noch so ein puscheliges Mikro ins Bild gehalten. Und ich bin ein Mann, ich will vom Wetterbericht nicht wissen, wie hoch der scheiß Luftdruck ist. Ich will eigentlich nur wissen, ob ich einen Mantel mitnehmen soll. Der Rest ist mir scheißegal. Das erfährst du aber nicht mehr. Nein, aufhören. Das erfährst du nicht. Das ist abartig. Und wenn du das ausgehalten hast, ohne Schaden an Leib und Seele zu nehmen, dann kommt Jörg Kachelmann und erklärt die Wolke. Sag mal, diesen Kachelmann, wo haben die den denn hergeholt? Der hat doch in Oberhausen in der Fußgängerzone rumgelegen. Da ist einer hingegangen und hat gesagt, ey Kachelmann, du Penner, los, aufstehen, Wetter machen. Und dann steht er da immer nicht rasiert, die Jacke hängt da irgendwie. Oh. Das ist ja nicht mehr normal, oder? Abartig, der Kerl, abartig. Ja, aufhören. Da sagt mein Freundin, richtig doch nicht so auf, dann mach doch Fernseher aus und lass uns doch Musik hören. Ich sag, nein! Da sagt sie, was regst dich denn so auf? So schlimm waren die Schlager früher gar nicht. Die von heute sind auch nicht besser. Und wisst ihr was? Da hat sie sogar recht. Da hat sie wirklich recht. Wenn man sich dann anhört, was heute Silber, Juli und Rosenhelden und wie die alle heißen, was die sich aus dem Bregen drücken, du. Da gibt es eine Band, das hältst du nicht mehr aus, wenn du dir das anhörst. Da wird alles aneinander geklatscht, fertig. Hör mal hier, Rosenstolz, ich bin ich. Also nicht, dass ihr meint, ich hätte da zusammengeschnitten. Das ist so. Zeit nimmt sich den nächsten Flug. Ja, sicher. Hoffentlich erreicht die Zeit den Flug auch rechtzeitig, ne? Ja. Wäre zu schade, wenn das Ticket verfällt, ne? Ja. Hab versucht, ihm nachzulaufen. Also das ist nun wirklich kompletter Quatsch. Ne? Wenn eine Beziehung zu Ende ist, fragt mich, passiert mir alle paar Wochen. Ne? Da muss er alles, was da ist, Geschenke, Bücher, Telefonnummer, Fotos, alles in den Karton rein, dicke Schleife drumherum, Kellertür auf, Karton rein, Kellertür zu, abschließen, Schlüssel aus dem Fenster. Wenn eine Beziehung zu Ende ist, dann gib es nur eins. Ja, mach ruhig. Ja, sicher. Da habe ich Verständnis. Ja, da habe ich Verständnis. Das ist so ein Pavlovscher Reflex bei Wolfgang Petri-Fans. Da können die Hacke voll unter der Theke liegen. Doch. Das ist scheißegal. Da hören die 3 Takte, da legen die los. Doch. Die können auch nicht mehr aufhören. Da ist nichts mehr zu machen. Ich bin davon überzeugt, wenn Wolfgang Petri mal beerdigt wird, dann stehen 200.000 Leute am offenen Grab und schreien, Hölle, Hölle, Hölle. Und wenn du ganz viel Pech hast, dann kommen auf einmal die Animateure. Das ist auch eine Animateure. Was ist das eigentlich, du? Diese BWL-Studienabbrecher auf Sonderurlaub, du. Animateur, was ist das für ein Berufsbild? Als Model zu hässlich und für Guantanamo zu grausam. Dieses blöde Pack, du. Die machen dich wahnsinnig. Wollen dich da ständig zu irgendwelchen Sportarten animieren, die dich einen Scheiß interessieren. Gleich ist Beachvolleyball. Ja, dann spiel doch, du Affe. Was hab ich denn damit zu tun? Irgendwann steht er da und sagt, Kinder können Sie gerne in unsere Obhut geben, dann können Sie mal den ganzen Tag alleine mit Ihrer Partnerin verbringen. Was hab ich dem Mann denn getan? Das sind die gleichen Leute, die dir dann abends, wenn du deine Ruhe haben willst, dann hauen die dir abends so lange den Clubtanz ins Hirn, du, bis du den kannst. Es kann sein, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wie deine Mutter mit Vornamen heißt, aber so einen Clubtanz, den vergisst du dein Leben lang nicht mehr. Und wenn das vorbei ist, dann spielen die Animateure auf einmal, dann meinen die, sie hätten das Zeug zum Musical-Star. Weißt du, was die da aufgeführt haben? Den König der Löwen. Ein Broadway-Musical. Der König der Löwen in der Inszenierung von 7 grenzdebilen Vollspacken aus Mecklenburg-Vorpommern. Wer will denn das sehen?
Die deutsche Schlagernacht, das ist das Allerletzte. Da, wenn du das aushältst, dann macht dir nichts mehr aus. Das war so furchtbar. Da spielen die eine Musik, das ist so niveaulos. Und die besoffenen Deutschen grölen mit und haben Spaß. Gut, die Musik kennt ihr jetzt nicht, das ist wirklich unterste Schublade. Nur damit ihr mal so einen Eindruck kriegt, welche Musik da läuft. So was zum Beispiel, das läuft da. Da sind wir dabei. Ihr kommt doch gar nicht aus Köln! Doch, wer? Ihr kommt aus Köln? Das tut mir aber leid. Viva Colonia! In der, neben mir stand ein Sachse, der hat mitgesungen. Das sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia! Grauenhaft, aber wer so eine Musik kennt, Ruhe, hört zu, wenn ich mit dir spreche. Wer so eine Musik kennt, der kennt solche Lieder auch. Hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Da kommen die Untoten aus den Gräbern, ja. Da stehen die Wolfgang-Petri-Fans, die liegen sonst hackevoll unter der Theke. Da klatschen die mit, da kennen die nichts. Ich bin davon überzeugt, wenn Wolfgang Petri mal beerdigt wird, dann stehen 200.000 Menschen am offenen Grab und schreien, Hölle, Hölle, Hölle. Aber ich stehe auf der anderen Seite vom Grab. Aber ich stehe auf der anderen Seite vom Grab und ich schreie Müll, Müll, Sondermüll. Ist doch wahr. Und die jungen Leute sollen mal nicht so tun, als kennt ihr die Lieder nicht. Ihr habt auch so Lieder, wo ihr sofort mitgrölt. Hab ich da auch gelernt. Hier, sowas zum Beispiel. Ja, ein Foto. Am besten ein Selfie. Können wir mal ein Selfie machen? Da könnte ich reinschlagen. Doch. Können wir ein Selfie machen? Dann halten sie das immer noch hoch, als wäre das Bild dann besser. Mit dem Telefon stehen die vor dir. Können wir ein Selfie machen? Stell dir mal vor, ich hätte vor 35 Jahren zu meinem Vater gemacht und gesagt, sollen wir mal ein Foto machen? Und ich hätte einen Telefonhörer hochgehalten. Hätte ich ein paar in die Schnauze gekriegt. Außerdem hätten wir dann viele Fotos vom Flur gehabt. Ja, da guckt ihr, da war so ein Kabel dran. Telefon stand im Flur, Feierabend. Und dann machen die weiter bei der Schlagernacht und dann dürfen endgültig, da sind jeder Deutsche mit, ob besoffen oder nüchtern. Das ist eigentlich die deutsche Nationalhymne. Da sind auch alle drei Strophen erlaubt. Ihr dürft jetzt mitsingen, nur bis da, wo die, nee, ist nicht das, was ihr meint. Da, wo die Leute noch sitzen, ihr dürft jetzt als erstes mitsingen. So, mach mal hier, die deutsche Hymne, mach. Nur nur die sitzen, ja, nur die sitzen. Und ich weiß, er bleibt hier. Nie vergesst ich unseren ersten Tag. Jetzt! Weiter, weiter. Jetzt nur die da stehen, die da hinten stehen. Ihr Ding. Ach, weiter, nur die Theke. Die sind gut, die sind gut. Die sind gut. Aber das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn du da bei diesem Schlagerabend stehst und irgendjemand meint, er kennt die Choreografie zu irgendeinem Lied. Ich habe mich da wirklich nett mit einem Mann unterhalten. Wir haben in aller Ruhe über die Champions League-Chancen des HSV gesprochen. Und das war das kürzeste Gespräch der Welt. Und da fängt das Musikstück an, da sagt er, das kenne ich, können Sie das auch tanzen? Und ein erwachsener Mann steht so vor mir. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Wenn du so einen siehst, 110 anrufen, sofort abholen. Abholen, sofort abholen. Wirklich wahr. Das ist nicht auszuhalten. Sofort abholen. Ochsenzoll macht Tore auf, Club Robinson im Dauerlauf. Alle rein, der Letzte macht die Tür zu, HSV-Wappen drüber, fertiges Ehrenanstalt. Genau so geht das. Scheiß Urlaub. Nächstes Jahr fahren wir wieder nach Pinneberg. Wirklich wahr. Aber Sie haben das ja gerade gehört, Alphonse hatte ja jemanden gefragt wegen der dicken Kinder. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen, dass die Kinder und Jugendlichen von heute, die werden immer dicker und immer blöder. Das ist wirklich wahr.
Ja, und das steht eben wirklich kausalen Zusammenhang. Wie, das stimmt nicht? Natürlich stimmt das. Da brauchst du nur mal morgens um 7:30 im Bus zu gehen, wenn die ganze fette Masse da die Gänge verstopft, weil sie zur Schule fahren. Die Kinder von heute können doch nimmer mehr abschreiben voneinander, weil nur noch ein so ein Kind in so eine Sitzbank passt, weil die so fett sind. Wer abschreiben will, muss stehen, da wirst du bekloppt. Wirklich, die Kinder werden immer blöder. Und die können ja nichts dafür, die Eltern sind ja schuld. Die Eltern, das ist die wahre Seuche. Die, die ich meine, das sind die, die nachmittags um 15 Uhr Familien im Brennpunkt bei RTL gucken und glauben, das ist eine Live-Übertragung. Die meine ich doch. Da wirst du bescheuert, wenn du das siehst. Und wir hatten es früher einfacher als Kinder. Wir wussten genau, wann wir wo zu sein hatten, wenn wir irgendwas wollten. Wir wussten das ganz genau. Und da waren wir da. Wenn wir früher samstagsabends um 5:30 nicht im Wohnzimmer waren, dann hattest du keinerlei Einfluss auf die wichtigste Entscheidung der ganzen Woche. Sportschau oder Daktari. Und wenn jetzt einer sagt, er würde halt eine aufnehmen, dem knall ich eine, du. Daktari, kennen Sie das noch? Mit Clarence, dem schielenden Löwen. Kannst du heute mit jedem iPad selber besser machen, ehrlich. Und der Affe in Daktari, wissen Sie, wie der Affe in Daktari hieß? Ja, Cheetah, du bist auch Cheetah, du Kamel, du. Cheetah ist der Affe von Tarzan, Mensch. Keine Ahnung, aber einfach mal reinbrüllen, ne? Judy hieß der. Ja, weiß nicht. Machen sonst Frauen. Du fragst was, weißt du nicht, dann gibst du dir die Antwort, dann sagt die Frau, ja, stimmt. Dann sag ich doch direkt. Na, Judy hieß der, aber gut, na komm, hör auf, ich kann Begeisterung von Mitleid unterscheiden. Und dann, ich konnte sowieso nicht in Ruhe zu Ende gucken, Daktari, um 6:30 habe ich schon wieder den nächsten Termin, weil jeden Samstag um 6:30 musste ich in die Wanne. Und immer nach meinem Bruder. Ich hasse bis heute lauwarmes Wasser. Und wenn der Speckrand an der Wanne so runtergeht, weil das Wasser weniger wird, ja, wer jetzt I macht, weiß aber, wovon ich rede, sonst wüsstest du ja gar nicht, was ich meine. Ja, Und wenn du fertig warst mit dem Baden, da kam meine Mutter mit dem berühmten dunkelrot-dunkelblau längs gestreiften Frotte-Bademantel von meinem Vater. Hat gesagt, komm mal her, dann kann ich dich einmümmeln. Dann wurde sie eingemümmelt, mit nassen Haaren auf die Couch verfrachtet. Das Abendbrot stand schon da bereit. Ach so, für die Jüngeren, das Abendbrot hatte die Mutter selber gemacht. Ganz alleine. Ohne Johann Lafer. Man kann es sich nicht mehr vorstellen, wirklich. Und dann hast du Abendbrot gegessen und dann kamen die Nachrichten. Da mussten wir Kinder die Schnauze halten. Das war der Deal mit meinem Vater. Wenn Nachrichten sind, Schnauze halten. Also in der Woche über Tagesschau. Und samstags hat er sich erweichen lassen. Da hat er die anderen Nachrichten geguckt. Dafür hat er uns dann in Ruhe gelassen, wenn um 19:30 Uhr die berühmte Digitaluhr umklappte und die ZDF-Hitparade begann. Ja, die mit Dieter Thomas Heck. Ich weiß, haben auch andere moderiert. Viktor Worms, Uwe Hübner, alles scheiße. Nur die mit dem Heck zählt. Können Sie sich daran erinnern, wenn er rauskam und losbrüllte? Hier ist Berlin! Hier ist Berlin! Gerade viele Ältere haben nur geguckt, um den Satz mal wieder zu hören. Die Hitparade mit dem berühmten Hexen Demokratieverständnis. Dreimal dabei gewesen, bitte nicht wieder wählen. Das hätte man mal auf andere Bereiche übertragen sollen. Da wäre uns viel Schrott erspart geblieben. Ja. Und die Berliner wären den Moberei schon lange los. Und hätten vielleicht einen Flughafen, ne? Wäre auch schön. Berlin, kein Flughafen, aber wollen sich um die Olympischen Spiele bewerben. Wie sollen die Leute da hinkommen? Mit dem Schiff oder was? Wirklich. Na, aber die Hitparade war doll, ne? Die ganzen Weltstars sind da aufgetreten. Cindy und Bert und Ingrid Peters und Nicole. Alle Weltstars, ne? Und wenn du vergessen hast, dass ein Weltstar kommt, da hat der Heck extra Bescheid gesagt. Da hat er gesagt, ja, gleich kommt ja schon der nächste Weltstar. Vorgestern war er noch in Prag. Und du wusstest genau, welche dumme Sau jetzt kommt da. Und dann hieß es, gestern ist er noch in Ost-Berlin gefeiert worden. Karel Gott ist in Ost-Berlin gefeiert worden. Das wüsste ich aber. Er stand im Friedrichstadtpalast auf der Bühne und hat gesungen. Und jetzt alle, einmal um die ganze Welt. Zweite Zeile und die Taschen voller Geld. Die Ostdeutschen haben gesagt, hau ab, du Affe, du weißt doch gar nicht, was hier los ist. Die Hitparade war super. 15 Jahre hat der Heck die Hitparade moderiert. Wirklich, von 69 bis 84. 15 Jahre. Wenn du deine Frau bei der ersten Sendung erschlagen hättest, wärst du bei der letzten schon wieder draußen gewesen. Wirklich. Da klatscht er auch noch. Wunderbar. Ja, die Hitparade war super. Und wenn die gesungen haben, wurden immer unten die Adressen eingeblendet. Wissen Sie das noch? Und was haben wir uns gewundert, dass Michael Holm und Bernd Klüver im selben Haus wohnen?
Konnte ja keiner ahnen, dass das die Plattenfirma war. Ich habe wirklich jahrelang geglaubt, in Hamburg am Überseering, da wohnt die ganze Dreckskommune und vögelt sich das Hirn aus dem Schädel. Noch. Alle die gleiche Adresse, bis ich gemerkt habe, Mary Rose hat die Adresse auch. Da wusste ich, da kann was nicht stimmen, die macht da sowas nicht mit, im Leben nicht. Nein, die ist toll. Die Hitparade war super, da konnten wir wenigstens mitmachen. Am Ende stand der Hector immer und hat gesagt, so, jetzt haben Sie alle Titel gehört. Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns einfach eine Postkarte. Schicken Sie uns eine Postkarte, so für die Jüngeren, Postkarte, eine ausgedruckte SMS, eine Postkarte. Früher konnte man nur den Leuten schreiben, die man wirklich kannte. Das war gar nicht so schlecht. Aber früher war das anders mit dem Fernsehen. Da gab es bestimmte Sachen, die hat man geguckt. Heute ist alles einerlei und alle Sender stimmen sich ab. Alle senden das Gleiche zur gleichen Zeit. Müssen wir darauf achten. Das fängt an mit Frühstücksfernsehen, geht von 5:30 bis 9. Ich habe das mal geguckt. Ich habe es nach über 2 Stunden gemerkt, dass sich alles nach einer Viertelstunde wiederholt. Das machen die extra, so wirst du langsam runtergedudelt ins Wachkoma. Sonst hältst du nicht aus, was danach kommt. Da zeigen sie dir nämlich eiskalt die Sachen, die du dir am Abend zuvor mit... Meine Familie sind, die sind beides Griechen. Meine Mutter Grieche ist aus Sparta. Kennt ihr Sparta 300? Au. Das ist meine Familie. Nur die sind ein bisschen aggressiver. Mein Vater kommt aus Kreta. Meine Mutter ist so 1,10 Meter groß, schreit den ganzen Tag und läuft von links nach rechts. Man versteht kein Wort, weil Griechisch... hat sie verlernt, Deutsch konnte sie noch nie. Sie sagt merkwürdige Sachen, ihre Lieblingsserie ist Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Kennt das jemand? Es läuft auf Arte. Meine Mutter sagt aber, ich gucke Gute Zeitung, Schlechte Zeitung. Irgendwann kam sie auf mich zu mit 2 Tüten und meint so, Costa! Ich gehe Rosmarie und Erika! Ich so, okay, zu wem zuerst? Guck meinen Bruder an, weil der lebt mit ihr, der versteht die Sprache besser. Ich so, hat sie jetzt deutsche Freundinnen? Wo kommen die her? Wie redet sie mit denen? Und mein Bruder so unbeeindruckt, die will zu Rossmann und Edeka. Es ist, Ja, ich habe dann gedacht, ich kann dann, mit dieser Familie kann ich niemals Deutsch lernen. Ich muss raus in die Großstadt, ne? Ich bin dann nach Frankfurt gezogen, da spricht gar keiner Deutsch. Ich komme am Hauptbahnhof an und sehe das erste Graffiti meines Lebens. Und da steht an der Wand, ich schwöre, ich fege deine Mutter. Kann man machen. Ich habe gedacht, oh, kreativ. Aber ich bin ein sehr visueller Mensch, ich stelle mir solche Sachen sofort vor. Oder wenn das einer zu dir sagt, was antwortet man dem? Ey, ich fege deine Mutter. Kannst du auch staubsaugen? Hier liegt noch was. Und. In der U-Bahn habe ich außerdem einen Typen angerempelt, 2 Meter groß, Glatze, von oben bis unten tätowiert. Er blickte mich wutentbrannt an und meinte, Alter, hast du mich gerade angerempelt? Entschuldigung. Hätte ich sagen sollen. Was ich sagte, ist das eine rhetorische Frage? Oder hast du es tatsächlich schon wieder vergessen? Du Dummchen. Das war ganz schön frech, meinte der Sanitäter. Ein Pinguin brennt ziemlich lang mit Terpentin. Fidirallala, fidirallala, Suizid bei süßen Tieren. Der Elch zog an der Kippe und sprang dann von der Klippe. Fidirallala, fidirallala, Suizid, nicht mitklatschen! Mit singen dürft ihr. 1, 2, 3, 4. Fidirallala, fidirallala, Suizid bei süßen Tieren. Lauter! Fidirallala, fidirallala, Suizid bei süßen Tieren. Wunderschön. Jetzt dürft ihr euch Tiere wünschen. Was? Ich hab Affentier.
Der Schabrackentab hier, der Schabrackentab hier, der liegt schon seit 4 Wochen hier. Fidirallala, Fidirallala, Suizid bei süßen Tieren. Alle Fidirallala, Fidirallala, Suizid bei, mal nur die Frauen. Fidirallala, Fidirallala, ach schön, Suizid bei süßen. Und die Männer. Fidirallala, Fidirallala, Suizid bei. Ist in jeder Stadt gleich. Na, Köln vor 2 Wochen war andersrum, aber egal. Okay, habt ihr noch ein Tier? Der Fuchs? Der Fuchs, der Fuchs. Fidigalala, Fidigalala, Suizid bei süßen Tieren. Noch ein Tier? Ich verstehe nicht, wenn ihr alle gleichzeitig reinruft. Der Alligator war auch nicht dumm, schnallt sich nen Sprengstoffgürtel um. Fidirallala, Fidirallala, Suizid bei süßen Tieren. Das Känguru, erst Kopf in Beutel, dann luftig zu. Fidirallala, Fidirallala, Suizid bei süßen Tieren. Ist so. Hey, ich war das goldene Reiter. Hey, 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 ja, neben mir gab es nix. Hey, 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 ich war ganz hoch auf der Leiter. Doch jetzt heiß ich Twix.